Es gab noch kein Vormannzeichen. Ja, da muss die Hallenuhr auch mitlaufen natürlich. Geht's um jede Sekunde womöglich noch heute. Ja, Kreisel, sodass wir Max Trost wieder auf die Linksposition bringen. Den muss er nehmen. Ja, sehr gut, Sebastian. Der nimmt auch super. Ja, wir haben jetzt natürlich einen langen Wechsel mit Elias Scholtes und Rico Keller, aber Michel möchte Erfahrung haben. So, siebter Feldspieler ist natürlich jetzt ein Risiko, weil wenn die jungen Löwen den Ball gewinnen, haben wir natürlich 2 von 2 und ein sehr gutes Gefühl. Ja, absolut. Ja, Kreis ab. Beziehungsweise Stürmerfoul, ja. Stürmerfoul, ne? Das ist das, was Benedam die ganze Zeit moniert hat. Diesmal kriegt, glaube ich, Max Kessler Situation. Und jetzt geht es darum, nicht zu uncool zu sein. Beide Mannschaften keine Auszeiten mehr. Beide Mannschaften auf sich gestellt, sage ich jetzt mal. In einer Minute noch jetzt. Man kann sicherlich keine Minute von der Uhr nehmen, aber man kann natürlich jetzt auch ganz klare Ansagen. Ja. Kein Foul, oder doch? Ja, der Wurf war aber trotzdem Glück gehabt. Ja. So. Es hätte kein Foul gegeben. Ja. Sebi Trost zeigt es an, 3 links breit, das ist Ballwechsel. Das ist eine ähnliche Aktion, die wir gerade im vorigen Angriff gegeben haben. Das heißt, Benedam wird rumgeholt und am Ende haben wir Sebi Trost auf der Mitte, Maximilian Trost auf halb links und dient dazu, die Nummer 2 anzugreifen. Also Trikot Nummer 2. So der Plan. Schauen wir nach. Wir werden es gleich wissen. Ja, noch 40 Sekunden. Wird es gleich das Vormannzeichen geben, der Schiedsrichter? Da ist Nummer 17 gegen Nummer 2. Ja, das war der Plan. Aber gut verteidigt. Ja, das hat jetzt auch etwas Zeit gebracht. Noch kein Zeitspiel angezeigt. Noch 31 Sekunden. Ja, Leutershausen hat diese Saison 3-mal unentschieden gespielt. Ja. Da wird es im Kopf auch was machen mit ihm. Oh, da ist der Ball. Zweimal, so richtige Entscheidung der Schiedsrichter. Doch. Jetzt wird es interessant zu sein. 30 Sekunden für die SGL, die Chance. Ob Leutershausen mit dem Torhüter. Leutershausen geht auf volles Risiko. Ja. Okay, here we are. Ja, und sie bauen jetzt langsam natürlich auf. Aber so langsam muss die Aktion kommen. Mit einem Spieler mehr. Gut, Benner, gut. Gibt raus auf David. Und der letzte David Ball gewinnt das Spiel. David Spät. Das ist der David Spät. Und da gibt es aber. Spiel ist zu Ende. 2 Minuten noch gegen Max und David. Die 2 Minuten hält den Sieg fest. Die 10. 2 Minuten gewesen. Die 10. Gegen uns, oder? Für uns, ja. Egal. Sieg unserer Junglöwen gegen einen Titelfavoriten. Wer hätte das gedacht? 28 zu 27. Das ist meine Laune auch ein bisschen besser heute. Ja. Ein bisschen. Im Lokalderby, im nordbayerischen Derby gegen die SG Leutershausen, die damit mit 2 Remis, einer Niederlage in die Saison gestartet ist. Aber die Löwen mit 3 Siegen in 3 Spielen.